Wir gehen jetzt rein und zwar mit dem lieben Fritz durfte ich ja nach Französisch Guyana reisen. Und Folge 1 haben wir uns das angeschaut überhaupt. Letzte Woche im Stream. Jetzt kommt die Folge 2 von unserem Französisch-Guyana-Abenteuer. Ich schlage mich mit Otto durch den Dschungel, die Mangroven von Französisch-Guyana. Hey Leute, mein Name ist Fritz Meinecke und ich bin Abenteurer aus Leidenschaft. Geiles in dieser Intro. Serie nehme ich euch mit auf spektakuläre Expeditionen weltweit. Geiles Intro. Freunde, heute geht's weiter mit Folge Nummer 2 aus Französisch-Guyana. Ich habe einige spannende Situationen mit Otto erlebt. Ihr werdet es gleich in wenigen Sekunden sehen. Vorher natürlich wieder die Info, und zwar der BW Online Shop ist der Main-Sponsor der kompletten Serie Fritz Meinecke Facing the Unknown. Passend dazu haben wir auch eine Rabattaktion aufs komplette Sortiment. Gibt's 10% mit dem Code FRITZ10 für die nächsten 2 Wochen ab Video-Release. Checkt das Ganze unbedingt mal aus. Link gibt's in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Im BW Online Shop findet ihr im Endeffekt alles, was ihr für eure Outdoor-Abenteuer braucht. Ja, Kleidung, Ausrüstung, Nahrung, alles mögliche. Könnt ihr durchchecken. Es gibt ein Riesensortiment. Es ist was für Einsteiger dabei, für Fortgeschrittene, verschiedenste Marken. Ja, Helikontex, Carinthia, Tasmanian Tiger und viele, viele mehr. Klickt euch da gerne mal durch. Und damit ihr den Überblick ein bisschen einfacher habt, haben wir sogenannte Landing Pages erstellt. Das heißt, es gibt Pages der einzelnen Abenteuer und was ich da für Sachen mit dabei hatte. Ja, von dem Winterbiwak über verschiedenste andere Sachen. Checkt das unbedingt mal aus. Und wir haben auch einen Excel-Bereich für Einsteiger erstellt. Das heißt, wenn ihr jetzt neu seid und sagt, ich habe mal Bock, was könnte ich mir denn holen, was brauche ich denn so für den Anfang, gibt's auch einen Excel-Link in der Beschreibung. Könnt ihr mal durchgucken, haben wir euch so eine kleine Liste erstellt. Ja, also viel Spaß beim Shoppen, viel Spaß auf euren nächsten Abenteuern und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, Freunde, es wird mal besser. Oha! Was? Ja, Holz geht. Oh nee! Oh, ach, wir sind direkt drin, alles klar. Folge 1 war Flucht von der Insel mit schönen Übergebenszenen. Und hier hat man die Nacht im Dschungel und dann kam ein schönes Gewässerchen. Auch ganz hervorragend. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also das ist halt kein See, ne? Oder? Das ist ein Fluss. Das ist ein Fluss, würde ich sagen. Ja, links geht's weiter, rechts geht's weiter. Das war schon übles Gewässer. Wir werden jetzt hier unser Lager aufschlagen. Wir sind davor die ganze Zeit durch extrem nasses, sumpfiges Gebiet gelaufen. Dort hinter geht's wieder so weiter. Das heißt, wir haben hier kurz so einen Streifen, wo es eigentlich ganz schön aussieht. Wir bauen jetzt ein bisschen das Lager auf, vor allem gerade mit einem schönen Dach drüber, denn wenn es gleich anfängt zu regnen, haben wir erstmal einen Safe Space. Und danach ist meine Idee Feuer. Schön die Tabs aufgespannt und das weiß ich noch, so richtig feuchter. Also ich mein, liebe ja den Dschungel, wenn es nicht so warm wäre. Wie viele Zecken habt ihr euch rausgepickt? Ich kann mich an keine einzige Zecke erinnern, tatsächlich. Ich liebe Dschungel. Boah, Feuer machen ist ja auch so ein Ding für sich, ne? Also eigentlich würde ich von mir behaupten, ich kriege das gut hin mit dem Feuerstahl. Ich glaube, Fritz ist dann nochmal akribischer, die feinsten Löckchen und alles. Und ach, wenn das jetzt direkt anging, okay, weil es ging nämlich, wir hatten erst komisches Holz, wo das nicht mehr funktioniert hat. Boah, es ging immer wieder aus. Und ihr habt die Flamme gerade gesehen, ja? Also ich meine, ehrlich, das ist doch eine Flamme. Warte. So, ihr seht die Holzlocken, brannte einmal dieses Holz, brannte einmal wusch hoch und wieder aus. Und da sagt ja jeder, geil, Holzlöckchen, kleine trockene Dinger und die fühlten sich auch trocken an. Hat einfach nicht funktioniert. Boah, ich glaube, das war's gleich wieder. Krass, in Deutschland wäre das Ding sofort gebrannt. Sofort. Dann probiere ich es noch mit Zunder aus einer anderen Holzart. Okay, ach Gott, schön hier die Blattschneidermeisen, oder keine Ahnung, die liebe ich ja auch. Blattschneidermeisen fand ich immer top. Und dann anderes Holz, genau. Anderes Holz, andere Farbe. Ja, das sieht aus.
Aber das ist bei 95% Luftfeuchtigkeit und täglichem Regen nicht verwunderlich. Das kannst du doch keinem erzählen. Und dann kommt beim Fritz ja so dieser Ehrgeiz. Und ich dachte so, ja gut, komm, dann gibt's halt nichts zu essen. Oder nichts Warmes. Ist halt so. Aber Fritz erkennt ihn ja, der gibt dann ja nicht auf. Der sagt sich, ich will jetzt ein Feuer. Nächster Baum, nächstes Holz, also Totholz. Andere Holzfarbe. Und dann, ja, ihr seht ja, was er da für Würmchen da produziert hat, die Holzlocken. Ja, das ist natürlich an Fritz. Ich habe echt so, na gut, dann gibt's halt nichts. Das macht mich gerade glücklich, Alter. Ohne Scheiße, ich habe richtig ein Glücksgefühl. Das war bisher, auch wenn es für manche vielleicht nachvollziehbar ist, aber ja, das einer der, der geilsten Momente bisher auf der Tour. Er hat sich wirklich gefreut über das Feuer. Und der ist ja wirklich ganz akribisch da drin und hat auch gesagt, geil, das wollte ich immer machen, mal da im Dschungel. Weil man kennt die Holzsorten nicht. Bei uns in Deutschland weißt du, okay, nimmst du Fichte, nimmst du Kiefer, nimmst du irgendwas, was Harz mit drin hat, Kien mit drin hat, Birke, Drops gelutscht. Da bist du aber im Dschungel, kennst keinen von diesen Bäumen und weißt es halt nicht. Und da, weiß ich noch, hat sich sehr, sehr drüber gefreut. Ich mich natürlich auch. Geil gefilmt. Vor allem zum André. André Rieger war mit dabei. Super cool. Wie so ein Tippi auf. Und wichtig ist, dass unten viel Sauerstoff reinkommt. Also wir haben quasi so eine Art Kamineffekt. Deswegen zündet das gerade richtig gut durch. Auch wenn hier kaum Luft geht. Aber das Feuer saugt quasi die Luft an. Ihr kennt es vielleicht vom Kamin zu Hause. Und umso länger der Kamin, umso höher das ist, umso eine höhere Sogwirkung entsteht. Deswegen ist es wichtig, das unten schön aufzufächern und man merkt richtig, wie es gut funktioniert und einmal durchzieht. Wir haben hier ein Stück von einem alten Termitenbau und den werden wir jetzt hier oben aufs Feuer legen und schön anbrennen lassen. Und wenn das nämlich verraucht, verdampft und ja, Qualm erzeugt, dann soll das wohl sehr... Da waren so dermaßen viele Moskitos. Ja, krass, die Moskitos vertreiben. Auch die Geräuschkulisse, einfach mega. Also generell der Plan ist ja irgendwie aus dem Bums hier wieder rauszukommen. Quasi Kontakt zur Zivilisation aufzunehmen in Form von Straße, Brücke, irgendwie was in die Richtung. Und dann, das wird sowieso glaube ich das Spannendste, irgendwie bis zur Grenze nach Suriname zu kommen. Wahrscheinlicher per Trampen und so. Ich halte es nur für sehr unwahrscheinlich, wenn drei Typen aus den Mangroven stinkend rauskommen und einen Finger raushalten. Hat das was gebracht? Ja, es hat schon was gebracht gegen die Moskitos. Gefühlt. Auf jeden Fall das Feuer. Wo wir ums Feuer möglichst nah drum saßen, zack, war wirklich gut mit Moskitos. Sobald das natürlich weggegangen ist, war, bupp, bekommt man da nicht sofort Malaria. Tatsächlich hat André Riegert Malaria bekommen. Also, das klingt jetzt lustig, wenn ich das so sage. Habe mit ihm auch letztens telefoniert. Der wollte ja mit zu meiner Island-Tour kommen, aber den hat es tatsächlich mit Malaria weggehauen. Ich weiß, vor Einsätzen mussten wir uns ja auch gegen alles, was es gibt, ja, impfen lassen. Und vor Einsätzen ging es zum Beispiel auch so, da gab es Malaria-Prophylaxe-Tabletten, die aber unfassbar irgendwie auf den Magen schlagen und Leber und alles mögliche. Also ich habe sie nie genommen, habe aber auch noch nie Malaria gekriegt. Vielleicht wird es irgendwann das erste Mal sein, ja. Jetzt halt die Frage, ne? Rasiert man jetzt nur den Schwanz oder die Eier auch komplett mit oder oben so ein bisschen weg? Eier musst du eigentlich wachsen. Ja? Eier musst du wachsen, es geht ja so wachsen. Ich habe bestimmt nicht mit dem Thema angefangen. Das kam bestimmt von Fritz. Wie kommen wir jetzt auf Wachsen? Da ist er wieder so, ja gut, das ist natürlich so ein Thema, diese Unterhaltung. Ach du Dicke. Ich kann mich vor allem gar nicht mehr daran erinnern, aber ich, ja, anscheinend haben wir ja darüber gesprochen und André hat mal schön fies mitgefilmt. Beutel, wie du warm machst und dann wirklich den kompletten Sack da rein tackst. Du hast so eine Schnur oben im Mittel. Dann ziehst du es zu, musst ein bisschen anditschen und dann musst du das wirklich so rumpellen. Tatsächlich, aber es kam schon vor, dass der Sack dann hängen geblieben ist. Ja, dann fallen die Eier einfach raus. Klar, du hast unten dieses Loch. Ja. Das Gute ist, der Huden hängt ja an so zwei so Strippen dran. Samenleiter sind das, glaube ich. Und das ist ganz schnell wieder eine Hülle unten an Wappen. Ich würde einen aus Gore-Tex empfehlen. Mhm. Das ist super Material. Ja, okay. Oh Gott. Ja. Ja, wenn einer sowas mit reinbringt, dann der Fritz. Aber was eine wilde Szene. Oh Gott, ey.
So, Freunde, ich liege in der Hängematte, werde jetzt versuchen, ein bisschen erholsamen Schlaf zu finden. Zum Glück ist hier ein Moskitonetz drüber, da bin ich geschützt, denn draußen ist die absolute Hölle los. Und ich glaube, man hört es auch leises anders. Egal, ich hoffe, ich werde trotzdem ein paar Stunden schlafen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne, gute Nacht. Dieses Szene, oh Gott. Die Nacht war wie immer schwitzig, klebrig. Ich bin wirklich komplett zerstochen worden. Ich habe zwar ein Moskitonetz im Umgab, da kamen die nicht durch. Ey, ihr seht mal meine Beine und Arme. Mir ist ja immer warm, das wisst ihr. Selbst in Kanada da oben habt ihr gesehen, ich schlafe da nur in Unterwäsche. Im dünnen Tropenschlafsack. Und da habe ich ja, ich glaube, nur in Unterwäsche gepennt im Dschungel. Und ich hatte eine tolle Hängematte, die auch eigentlich einen Namen hat, wo das verspricht, dass es genau für den Dschungel gemacht ist. Aber ich hatte halt, ja, lag da nur Unterwäsche drin und durch den Stoff haben die Moskitos mich so dermaßen zerstochen. Aber man liegt natürlich in dieser Hängematte drin und wann immer die Haut an die Außenhülle kam, konnte ich auf der anderen Seite eine Moskito hinsetzen und durchstechen. Und deswegen sind Sachen. Guck mal, meine Beine. Und die Beine, wo ich gegengekommen bin, völlig zerstochen aus. Katastrophe. Wir sind ready jetzt für die nächste große Passage, weil das gestern war nur das erste kleine bisschen. Jetzt haben wir ordentlich Kilometer vor uns mit verschiedenen Geländeabschnitten, die wir noch gar nicht kennen. Die Mücken haben Bock, wir haben Bock. Ich würde sagen, let's go. Warum ist Fritz nicht so zerstochen? Ja, ich glaube, der hat sich, glaube ich, in den Schlafsack reingelegt. Das war mir einfach zu warm. Ich habe mich nur draufgelegt. Ich glaube, daran lag das, ja. Oh, da durch. Das war mega. Mitdrehen. Ich liebe ja so einen Bullshit-Talk ab und zu. Den hatten wir tatsächlich öfter. Das war wirklich, Hamid Fritz schon, war schon sehr entspannt, wild, einfach cool. Ja, war wirklich gut. Warte auf, wir machen noch die Szene nochmal zurück. Also, wenn ein Krokodil dich angreift, nicht in Panik verfallen, sondern mitdrehen, wenn es die Todesrolle macht. Mitdrehen. Man sieht es auf der Kamera nicht, aber hier sind überall Stacheln dran an den Dingern. Ja. Das sah ja vorher noch besser aus. Aber jetzt kommen wir nicht mehr da lang. Nee. Das war so dicht. Ich glaube, wir müssen war schon mega. Ach, schön. Ein bisschen Gärtner arbeiten. Ja, also wenn wir so weitermachen, denke ich mal, kommen wir so 100 Meter die Stunde. Aber dahinter sieht es deutlich heller aus. Alter. Endlich ist Fritz seine Machete nicht mehr stumpf und rostig. UG sei Dank. Ihr sagt es. Auch vernünftige Worte. Da bin ich ja, dass ich bei einer Sache, im Style macht Fritz eh allen was vor, im Basteln macht ihm auch was vor, in Feuermachen hat die größere Akribie wie ich. Aber so Machete, das ist das eine grüne Häkchen, was ich, glaube ich, bei mir machen konnte. Oh, hier kommt doch gleich frische Luft raus. Scheiße. Alter, wow. Wir finden auf jeden Fall jemand, der uns mitnimmt. Holy shit. Okay, ich muss mich ganz langsam bewegen, bis ich Untergrund habe, damit der erstmal rauskommt. Da weiß ich, wie wir da rausgekommen sind. Hauen wir mal ab hier. Ah ja. Ja. Meinem schönen Machete. Ja. Mensch, herrlich, also. Das ist doch der absolute Wahnsinn.
Mein Beutel hängt schön in der Wasseroberfläche so drin und wird leicht gekühlt. Ich hab noch Glück. Du bist aber ein bisschen größer. Gleich habe ich's. Also worauf ich halt keinen Bock habe, ist irgendein Alligator-Scheiß hier, ne? Irgendwas kommt, ne? Stehe ich aber rein, ey. Ja, alle 5 Meter ändert sich hier irgendwie die Gegebenheit. Oh, sind wir hier gerade an irgendwie einem übel krassen hohen Gras unterwegs. Da ist schon sehr wild, aber hat richtig Bock gemacht. Tag 2 neigt sich dem Ende zu und wir haben es immer noch nicht geschafft, uns komplett durch die Mangroven zu schlagen. Es ist Zeit für das zweite Lager und so langsam müssen wir echt mal wieder den Mock vom Kock waschen. Wir haben hier so einen Bach gefunden, der... Fritz gibt wieder Vollgas. Das wiederhole ich jetzt nicht mal. Halbwegs okay aussieht hier so. Ich bin am Ölen und boah, was war das warm. Aber naja, geil. Viel Frischwasser. Uns einfach mal ein bisschen waschen, runterkühlen und dann passend ins Bett gehen zu können. Hier, schön nackig in den Fluss im Dunkeln. Das hatte schon was. Und das war wirklich. Ich wäre am liebsten im Wasser hätte ich angepennt. Das war so angenehm. Oh, war das angenehm. Ja. Zwei nackte Männer jetzt im Dschungel. Noch keine Ahnung, wie viele Tagen. Oh. In so einem kühlen Bach zu sitzen, ist einfach so der Wahnsinn. So, schöne Grüße aus meiner Hängematte. Frisch geduscht, könnte man sagen, geht es jetzt rein ins Bettchen. Morgen Surinam. Mal gucken, ob wir es schaffen werden. Ich denke, nicht in einem Ritt. Das heißt, wir werden wieder ein bisschen trampen müssen, vielleicht mehrfach. Hoffentlich werden wir auch mitgenommen. Wir werden es sehen. Es bleibt spannend. In diesem Sinne, gute Nacht. Kamera mit drin? Ja, ich glaube, andere warten wir mit dem Wasser. Ich glaube schon, ja. Wir haben gestern die Zeit noch genutzt, um uns so weit wie möglich Richtung Zivilisation durchzuschlagen. Muss natürlich noch ein Nachtlager aufschlagen. Ja, Blutegel und all möglichen Insekten. Kann ja überall sein, aber ja. Oh, nackter Arsch auf Twitch, oh weh. Da hinten wird irgendwo die Straße sein. Man hört sie ab und zu schon. Das heißt, ein paar hundert Meter, denke ich mal, haben wir noch vor uns. Und ob da jetzt jemand 3 völlig vermockte Typen mitnimmt, die alle irgendwie noch so grüne Tarnklamotten anhaben, ich weiß es nicht. Also, in Deutschland glaube ich nicht. In Deutschland würde ich die Polizei rufen. Mhm. Zivilisation. Oh, diese Straße da. Happy da zu sein. Einfach durch, gerne mal so eine Straße lang. Alter, mir brennt und juckt alles. Was war das? Kapitel 3 unserer Flucht. Auf nach Surinam. Weil Papillons Flucht erst hinter der Landesgrenze endete, müssen wir versuchen, unter möglichst ähnlichen Bedingungen die Strafkolonie zu verlassen. Ohne Geld und ohne Pass. Hattet ihr Notfallplan, falls sich einer schwer verletzt? Tatsächlich war das eine große Diskussion mit der Produktionsfirma. Was heißt große Diskussion? Weil da kommt ja kein Heli landen. Du kannst ja nicht durch die Bäume da irgendwie eine Extraktion machen. Das geht nicht. So, und wir wussten, ja, wir haben die Straße gefunden, wir wussten Himmelsrichtung und Kompass, in welche Richtung, GPS, einfach da immer weiter. Bis wir irgendwann, weil diese, ihr müsst euch vorstellen, das Meer war so, Mangrovengürtel und da ging komplett eine Straße. Also da müsste man schon immer im Kreis laufen, um die Straße nicht zu finden. War so klar, wir müssen einfach immer Richtung Westen und fertig. Wäre da was passiert, das wäre übel gewesen, weil... Da kommt keiner hin, so leicht. Und diese Situation. Die Leute haben uns angeschaut. Ihr seht es am Motorradfahrer. Wir haben uns so kaputt gelacht.
So, also Fritz und Otto, eine ganz spezielle Kombo. Es war geil, es war super, es hat richtig Bock gemacht. Ja, drei Männer mit Macheten und per Anhalter. Ja, hättet ihr uns mitgenommen? André hat gefilmt. Der Blaue. Die ganze Zeit. Da filmt er. Dahinter steht uns. Der Blaue, das ist unser. Selber gefilmt und André. Du strahlst nicht Freundlichkeit aus. Du musst Liebe ausstrahlen, Fritz. Nimmt ihr uns mit? Guck mal, da ist nicht Platz. Digga, das kann nicht sein. Das war alles frei, das war ein riesen Transporter. Du musst Liebe ausstrahlen. Das ist nicht meins. Vor allem habe ich eine britische Tropenuniform an. Mit der britischen Flagge drauf und französisch Guyana gehört ja zu Frankreich. Ja. Einfach. Nee, ich merke das schon. Du bist nee. Es war zwei Mann, die vorbeigefahren sind, du bist schon am Anschlag hier vor Aktenphase. Ich hab die Machete am Gürtel. So. Warum hat er mir jetzt Lichttube gegeben? Was will er mit der Lichttube sagen? Verpisst euch! Sieht gut aus. Ja, bestimmt. Also, ich glaube, das war ja so, du stinkst, Alter. Ich richtig passiere meine Karre. Ja, das war ein Riegel. Irgendwie kamen dann mal welche. Dachte mal, okay, es hat zumindest mal einer angehalten. Und ich habe einen Pickup. Okay, genug Platz. Thank you so much. Yes. Ich weiß, wer das war. Oh ja. Fix my roof in the forest. You yeah. want to help me? Otto von denen so, ja, ja, ja. Klar, gar kein Problem, können wir machen. Ja, da musst du doch so ein bisschen so ein Sidequest her oder sowas, ja. Ich mag halt mit Leuten connecten und denk mir, du bist in dem Land. Wenn der sagt, könnt ihr mir helfen, das Dach zu decken? Ja, warum nicht? Klar. Da sehe ich, wie die Häuser aussehen, wie er da wohnt. Und warum habe ich gesagt, ja klar, machen wir. Und Fritz wollte einfach nur weiter. Und ich habe einfach gesagt, komm, ich nehme das jetzt hier in die Hand. Wir machen das jetzt. Kann nur gut werden. Und Fritz so, oh Gott, bring uns nicht in irgendwelche wilden Situationen. Und ich glaube, es ist eine gute Idee zu sagen, komm, wir helfen ihm, wir sind zu dritt. Und dann haben wir ein paar Kilometer mehr erstmal her. In den Büchern. Gut, okay, dann haben wir noch jetzt einen kleinen Auftrag. Machen wir jetzt ein Work and Travel draus. Gut. Das war einfach so gut. Das war so, so gut. Oh. Völlig irre hier. Wir sind mitten in den Dschungel reingefahren mit dem. War wirklich gut. Ja, hier, französische Kennzeichen, seht ihr? Der hatte wie so ein Schrebergarten, kann man nicht bezeichnen. Ja, ich würde es auf einen Dschungel-Schrebergarten. Genau, hier, schaut euch mal an. Das Stück, der hat irgendwie ein Grundstück da gekauft und hat dann irgendwie hier Wasserzisterne oben drauf. Hier soll noch... Ich weiß nicht mehr, irgendwas wollte er hier draus bauen und dann alles überdacht, macht sein eigenes Holz und hat da irgendwie tausend Pflanzen, Bäume, die er anpflanzt, irgendwelche Palmen und so. War richtig cool. Mega gut. That's very nice. Looks like a very big adventure playground. Hammer. Ein bisschen work and travel. Wie läuft's da oben? Das ist das größte Top, was ich in meinem Leben gesehen habe. Und das war wirklich riesig. Oh, noch nie so eine Plan. Die Weiterfahrt haben uns mehr als verdient. Der soll uns jetzt ja aber bis nach Surinam bringen. Wir haben gut geölt da. Wir haben echt ein paar Stunden da geholfen. Also war wirklich, das war cool. Und da hat er uns noch erzählt, auf der Straße, wo wir lang gefahren sind, die hat vor ein paar Jahren einen Jaguar eine Frau angefallen. Ich weiß gar nicht, oder ein Mann. Wenn das Land ist so riesig. Oh. Und hat er uns... Ja, 30 Kilometer weitergebracht. So best welche. Ja, ja, ja. Hatte der nicht so einen Hand? Und dann wurde es einfach nur noch wirr. Wir sitzen in dem Moment an der Tankstelle. Der Typ kommt vorbei in einem ganz lässigen Gang, oh, ja. Irgendwie hinter die Tankstelle pinkeln. Und Otto quatscht ihn voll. We don't have a car, because... No, because... Oh, der war leicht verwirrt, dieser Typ. Die Mission war, wir sollen das Surinam. Ich sage, alles klar. Dann laber ich jetzt irgendwelche Leute an und sehe zu, wie wir da hinkommen. Yes, exactly. We had a... Can you come with me? Yeah, we come with you. I'm gonna put you here. Sam like Kadana, Jika, Ella, V. To Jaco Net, Nupani, Ton, Anuka, Baila, Guyat, Sankos, Pass. Ich muss das so vergleichen. Fritz, guckt euch den Fritz an. Aber das war schon... Ich glaube, der hat auch irgendwas...
irgendeine fördernde Substanz zu sich genommen. Der Typ, aber übermotiviert. Ja, komm mit, alle rein. Ich dachte mir so, okay, na gut. Quetsch mich irgendwie rein. Rucksack so, Otto am Durchrutschen. Plötzlich kriege ich von hinten so einen Kanister im Nacken rein. Dazu muss man sagen, dieses Auto stand da, ja, da ist mein Auto. Da saß noch eine Person mit drin. Und du guckst ins Auto und denkst so, passt mir hier gar nicht alles dritt rein. Ja, passt. Und dann hat sie das irgendwie, also das war sehr abenteuerlich, dieses Gefühl. Drückt irgendwelche Mangos fallen an mir vorbei. Ich wirklich so, denk mir noch so, Film, wir müssen filmen. So hier an die GoPro, halt mir die GoPro so vors Gesicht, sehen wir Otto, gute Idee, das wird geil. Was ist das? Das ist doch real, Alter. Was ja, ist denn gar nicht wir fahren jetzt zu Cinemarie. Richtung Cinemarie, hab gesagt, irgendwo. Er sagt, wir dürfen da nicht raus, weil da Sperrgebiet ist oder ob wir Militär sind. Er sagt, ja, wir sind Militär. Ja, super, dann dürfen wir da raus. So. Also, das hat mir ja so eine innerliche Freude zubereitet, die Jungs auch so ein bisschen zum Verzweifeln zu bringen. Oh, da ist ja kein Kameramann mit dabei. André ist der Kameramann. Es gab ab und zu mal von der Produktionsfirma natürlich für Discovery, die da was gemacht haben. Und ja, ansonsten hat André gefilmt. André ist mit durch den Dschungel, kein anderer. Und da war jetzt, glaube ich, die GoPro nach vorne gehalten oder André hat irgendwas festgemacht, aber da ist nur André mit dabei. Ja. Und Fritz fühlt sich, ihr schreibt's, wie im falschen Film. Also es war schon legendär. Sitzt da drin André noch rein? Der Typ steigt ins Auto, aber nicht mit der Tür, sondern durchs Fenster. So einen halben Ninja-Sprung, wir fahren los. Guckt euch das an. Hier, da vorne drin, ich weiß nicht, alles Gemüse irgendwo mitgenommen, irgendwelche grünen Sachen. Also das Auto, das war der Kracher. Ich denke mir so, was ist das? Was machen wir hier gerade? Einfach mal treffen. Gronkh schaut gerade das Kanada-Video. Da bin ich ja gespannt. Wir kommen noch an. Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Fritz hier, das, weißt du? Zauber. Fritz begeistert. Noch zwei Bananen. Das war so gut. Plötzlich fahren wir und ich denke mir so, Auto, wo fahren wir eigentlich hin? Mal so als generelle Frage, was hast du mit ihm abgesprochen? Nix. Ich habe bei mir tatsächlich dann aufs Handy geguckt und gesehen, naja, wir fahren schon mal grob in die Richtung, die wir müssen. Jeder Meter ist schon mal gut. Und wir sind wieder um eine Erfahrung reicher. Das war so gut. Und hier, ihr seht es, eine ausgebrannte. Ja, ich denke mir so, Auto, wo fahren wir eigentlich hin? Mal so als generelle Frage, was hast du mit ihm abgesprochen? Nix. Cool. Und hier, guckt euch dieses Auto, also wir sind über diese komischen Feldwege, ich würde es jetzt Feldweg bezeichnen, und überall stehen einfach irgendwelche ausgebrannten und kaputten Autos rum. Das ist schon krass. Er biegt ab auf so eine Plantage. Er erzählt die ganze Zeit irgendwas mit, er wäre Farmer. Er baut an, er springt raus, wir laden alles aus. Jedenfalls sind wir mitten im Dschungel. Er setzt sich hin, zeigt uns so einen ganz dünnen Stamm irgendwie und sagt, hier, Kakao, bring me one. Da dachte ich mir so, okay. Dann das war auch da mega gemacht. Ich stehe in diesem komischen Baum hoch, weil ich dachte jetzt... Hier, Fritz, der Kletteraffe, genau. Stand mir da unten, ja, holt mir aber einmal mit runter. Ich denke so, und Fritz wuppt da hoch, also, na gut, die macht. Ich muss ihm auch beweisen, was wir hier können. Ja. So, klettert da irgendwie, keine Ahnung, 6, 7, 8 Meter hoch. Na, war schmeißt hoch. Irgendwie eine Kakaofrucht runter. Und dann hat er uns gezeigt, hat er irgendwelche Kakaofrüchte, dies, das und alles immer gut, healthy, gut. Der hatte auch noch in seinem Dschungelgarten... Sagt er, ja, soll ich euch eine Spinne zeigen? Ja, klar, zeigt eine Spinne. Und da waren halt solche Löcher im Boden. Müssen wir warten. Dann hat er irgendwas da vorgetan. Auf jeden Fall kam da eine unfassbar fette, große, keine Ahnung, Vogelspinne, Tarantel, irgendwas raus. Also, for your body, love everywhere. Ich dachte so, okay. Ich meine, er hat auch irgendwas geraucht. Aber wir haben eigentlich eine Mission. Also irgendwie müssen wir auch mal los. Dieses Auto. Und dann sind wir weitergefahren. Ich glaube, das gerade gesehen. Ja, schön was am Qualm. Ausgefahren, komplett durchgetreten. Über Anschnellgurte brauchen wir nicht reden, waren einfach nicht vorhanden. Und dann meinte ich irgendwann so, ja, hier ist gut, top, lass uns raus. Ja, passt. Das muss man echt sagen, Fritz wollte einfach irgendwann nur noch raus aus diesem Auto. Das kann ich ihm auch nicht übel nehmen, weil der Typ war sehr schräg drauf. Da gab es auch noch mit irgendwem... eine wilde Diskussion aus dem anderen Auto raus. Und das wurde dann schon so ein bisschen strange, die ganze Nummer. Also tatsächlich, ja, war es gut, dass wir irgendwann da raus waren. Ab hier haben wir noch 60 Kilometer bis zur Grenze. Das ging jetzt echt recht schnell. Wenig Autos, aber nach ungefähr 15 Minuten warten. Der war super nett. Ganz netter Typ. Ah, nice, hey.
Und wir haben wahrscheinlich auch gestunken. Ah, das war, glaube ich, nicht so angenehm für die Leute. Super netter Typ, ganz nett. Im nächsten Moment ging alles ziemlich schnell. Kaum sind wir in die Nähe des Flusses gekommen, schon waren wir im Gespräch mit einem Schleuser. Eigentlich geht hier auch nichts ohne Bargeld, aber wir haben... Immer wenn ich mein Einhorn sehe da hinten drauf, da freue ich mich immer drüber. ...haben versprochen, dass wir später zurückkommen und ihn bezahlen werden. Hinter uns seht ihr Französisch-Guyana. Der hat Geld bekommen tatsächlich, ja. Umgerechnet, ich glaube 20 Euro oder sowas. Und dort vorne ist Suriname. Ich mache mich hier ein bisschen klein, weil das Ding ist, wir haben ja gar keine Reisepässe mit. Das fühlt sich ein bisschen komisch an, weil ich glaube, eigentlich braucht man so ein Visum oder so. Keine Ahnung, vielleicht geht das Ding jetzt auch komplett nach hinten los. Da war ein Verkehr von diesen kleinen Gondeln hin, her. Da konnte gar keiner überblicken, wer da wie, wo rüberfährt. Also, ja. Wenn wir jetzt gleich da drüben ankommen, weil da irgendwer auf uns wartet. Ja, kurz vorm Anlegen habe ich ausgedacht, wir fallen ja doch schon auf. Ne? Wir sind ja nicht irgendwie so, dass wir völlig untergehen in der Masse. Ich habe schon gerechnet, dass irgendwo irgendwer hockt und einfach so grob guckt. Okay, das kontrollieren wir jetzt, ja. Das Ding ist durch. Kleines Ding. Mission erfüllt. Abenteuer erlebt, würde ich sagen. Wir riechen nach Flucht und Abenteuer. Richtig. Nach Schweiß, nach Salz, nach Moskitos, nach Dschungel, nach Mangrovenfäule. Nach allem. Nach allem Mist. Jawohl. Gepackt. Papillon ist, glaube ich, generell ein großer Mythos mit Teilwahrheiten. So würde ich sagen. Ich glaube, dass es theoretisch alles möglich sein kann, aber das ist schon ultra hart. Freunde, das war Folge Nummer 2 aus Französisch-Guyana. Damit ist das erste Abenteuer, die erste Destination auch schon rum und es geht demnächst weiter mit Grönland. Mit Fabio war ich dort gemeinsam unterwegs in einer absolut faszinierenden Eislandschaft, ja, auf den Spuren von Eisbären in Fjorden, im Packeis. Wir mussten mit Helikopter fliegen. Es war wieder absolut wild. Ja, und nichts ist so gelaufen, wie wir es uns eigentlich gedacht haben. Also auf jeden Fall Kanal abonnieren, damit ihr das Ganze nicht verpasst. Und wer noch ein bisschen Autoausrüstung sucht, hier nochmal der kleine Reminder. Der BW Online Shop ist der Main Sponsor der kompletten Serie. Dort, ja, findet ihr alles, was ihr braucht. 10% Rabatt mit dem Code FRITZ10 für die nächsten 2 Wochen. Links und Infos gibt's in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Geil. Also einfach nur sagen, kann ich echt nochmal Fritz vielen lieben Dank, dass ich da mitmachen durfte. Wirklich. Danke. Hat mir richtig Bock gemacht. War auch genau das richtige Abenteuer für mich da. Französisch-Guyana, so ein bisschen auf den Spuren von den Fremdlegionären und allem. Also wirklich cool. Wirklich und echt danke, Fritz. Danke. Hat mir auch sehr gut gefallen. Also ich weiß gar nicht, ob man auf D-Max die Dinger noch sehen kann, tatsächlich, ehrlich gesagt. Aber war wirklich cool. Das Ganze war halt, um zu gucken, diesen Roman Papillon, da gibt es auch 2 Filme von. Einmal ein Original damals mit Steve McQueen, den King of Cool. Ein mega Film, müsst ihr euch mal reinziehen. Und dann Nachverfilmung von vor ein paar Jahren. Ist noch nicht so lange her tatsächlich. Und schaut euch das mal gerne sonst auf D-Max an. Ja, tolle Abenteuer. Als nächstes kommt Fabio dran. Richtig, richtig schön. Also mal danke, Fritz. War wirklich mich gefreut, dass ich da mitmachen durfte. Tatsächlich, ja.